5 Anzeichen, dass dein Mann toxisch ist für dein Business. Und wenn du dich in 3 von 5 wiedererkennst, solltest du dich vielleicht trennen. Das erste Anzeichen ist, du belügst deinen Partner. Krass. Das heißt, wenn du zum Beispiel nochmal was mit deinem Business machen möchtest, eine Weiterbildung, eine Investition, und du möchtest eigentlich mit deinem Partner darüber sprechen und hast auch irgendwie auf den richtigen Moment gewartet, aber aus der Erfahrung und dadurch, dass du schon oft solche Themen angesprochen hast, weißt du einfach, wie die Reaktion ist, und du weißt ganz genau, was jetzt kommen wird, und aus dem Grund entscheidest du dich immer wieder ganz bewusst dagegen, etwas nicht anzusprechen, dich heimlich mit den Themen zu beschäftigen, dich heimlich Informationen dazu zu holen, und sprichst es eben nicht wirklich beim Partner an. Und wenn du es natürlich nicht richtig beim Partner ansprechen kannst, keine klare Kommunikation mehr zwischen uns, dass du heimlich Dinge machen musst, du Dinge auch gar nicht ansprichst, vielleicht dich sogar Entscheidungen hinter seinem Rücken fällst, ohne mit ihm offen darüber zu sprechen, dann ist das natürlich keine gute Basis für eine gesunde Beziehung. Sobald das Thema Selbstständigkeit zwischen euch auftaucht, reagiert dein Mann zurückhaltend, zieht sich zurück, will nicht wirklich drüber reden, oder es kommt sogar zu Streitsituationen, die teilweise ganze Tage gehen. Also wirklich, jemand dich dann ignoriert, dir aus dem Weg geht, abends liegst du im Bett, dreht sich von dir weg, hat gar keine Lust wirklich mit dir darüber zu reden, schläft teilweise sogar ein und du liegst nachts wach mit deinen Sorgen und fühlst dich einfach allein zu zweit. Und in diesen Momenten merkst du einfach immer wieder, dass du extrem alleine bist, dass du nicht wirklich unterstützt wirst und vor allen Dingen, dass diese Themen, naja, teilweise sogar zu Streit in eurer Beziehung führen und da sogar über Tage hinweg richtig schlimm, vor allen Dingen das natürlich auch auszuhalten. Aber ohne die nächsten Anzeichen kannst du dir nicht sicher sein, ob dein Mann wirklich toxisch für das Business ist. Deswegen, die nächsten Punkte werden dir Klarheit bringen, ob dein Mann wirklich dein Business sabotiert. Anzeichen Nummer 3, sobald du mit Freunden oder auch Familie unterwegs bist mit deinem Mann und das Thema auf deine Selbstständigkeit kommt, werden die Augen verrollt, es wird negative Kommentare abgegeben und du fühlst dich extrem unwohl dabei. Aber andersrum ist es so, wenn dein Partner über seinen Job redet, über seinen Beruf, dann musst du natürlich beistehen, du musst natürlich da auch Zuspruch leisten, und das ist natürlich dann extrem unangenehm für dich, wenn du natürlich dann auch noch so Kommentare bekommst, so nach dem Motto, mein Beruf bringt wenigstens Geld, ja, dann fühlst du dich natürlich auch nicht unbedingt besser bei dem Thema, ganz im Gegenteil, immer wieder wirst du vor Freunden oder auch vor Familie bloßgestellt, als wenn das, was du an der Selbstständigkeit leistest, nicht so wichtig wäre wie sein Beruf, der das Geld nach Hause bringt. Dein Partner erwartet von dir, dass sich in der Selbstständigkeit nichts verändert. Das heißt, du bist selbstständig, du hast teilweise die Selbstständigkeit, in der du sehr viel machen musst, gerade in der Anfangszeit, du hast Kinder, du hast eine Familie, du hast einen Haushalt, und das ist alles sehr kompliziert und sehr schwierig, auch alles manchmal über den Tag zu stemmen. Wenn dein Partner von der Arbeit nach Hause kommt, ich meine, du hast auch gearbeitet, sitzt er oft da, ruht sich aus und beschwert sich darüber, dass Dinge vielleicht noch nicht gemacht worden sind. Das Geschirr türmt sich in der Ecke, die Kinder wurden vielleicht noch nicht bei den Hausaufgaben kontrolliert, es wurde nichts gekocht, vielleicht ist es dreckig oder nicht richtig geputzt, und er erwartet nach wie vor, dass du weiterhin arbeitest. Und zwar nicht nur arbeitest und erfolgreich in deinem Business bist, sondern nebenbei den Haushalt noch stemmst, als wäre nichts gewesen, als hätte man unglaublich viel Zeit, die Kinder versorgst, etwas Leckeres zu essen kochst und natürlich gut gelaunt auch abends noch am Tisch sitzt. Ja, das kann so manche Frau schon ziemlich überfordern. Dein Partner macht dir Vorwürfe, und zwar Vorwürfe, dass die Selbstständigkeit wichtiger wäre als Partnerschaft, die Beziehung zu ihm, die Beziehung zu deinen Kindern, du hast keine Zeit mehr für deine Kinder, immer denkst du nur an die Selbstständigkeit, du redest nur noch über die Selbstständigkeit, du bist richtig egoistisch geworden. Naja, das führt natürlich oft dazu, dass man sich selber auch Vorwürfe macht, dass man sich schlecht fühlt, sobald man sich mit seinem Business beschäftigt und sich kaum noch traut, wirklich Zeit rein zu investieren oder auch von seinem Business mit seinem Business darüber zu reden. Denn mit wem soll man es teilen, wenn man wirklich komplett alleine ist und jedes Mal, wenn man etwas anspricht, Vorwürfe zu hören bekommt, was man alles nicht tut und worin man schlecht ist, statt irgendwie wirklich halt an seinem Business zu arbeiten. Wenn du dich in mehreren dieser Anzeichen wiedererkannt hast, dann bitte erschreck jetzt nicht. Oder vielleicht hast du auch schon den Gedanken gehabt, dass du dich sogar von deinem Partner trennen musst, weil du dich in genau diesen Anzeichen wiedererkannt hast. Aber lass dir eins gesagt sein, ja? Selbstständigkeit und Partnerschaft funktioniert. Aber nur, wenn du einen ganz gewissen Step in deinem Business änderst, damit eben auch deine Partnerschaft wieder besser funktioniert und Entspannung in deine Partnerschaft reinkommt. Schaue dir jetzt hier dieses Video an, wenn du dich nicht von deinem Partner trennen möchtest, aber auch erfolgreich selbstständig sein möchtest.